eine einstweilige Verfügung gegen Robert Franz, Langstadt 1 in Kevelaer, und zwar zur Sicherung des Anspruchs der klagenden gefährdeten Partei auf Unterlassung und wettbewerbswidrige Handlungen der beklagten Partei, ist es mir verboten, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die von ihm beworbenen vertriebenen Produkte Q10, Carnitin, Carnosin, krankheitsbezogene Aussagen zu bewerben, wie beispielsweise auf meinem YouTube-Kanal, wo ich gesagt habe, ein reeller Fall von Eibiswald, dass die Produkte und deren Inhaltsstoffe die Herzleistung von 8% auf 33% hoch haben. Das ist ein fertiges Dokument. Mir geht es hier, meine persönliche Meinung dazu zu sagen und Studien zu deuten, die für Robert oder gegen Robert sprechen, ganz objektiv. Fassen wir kurz zusammen. Jemand sagt etwas über einen Stoff, der vermeintlich Abhilfe verschafft bei Herzbeschwerden der Menschen. Praktisch, Q10 hilft bei Herzinsuffizienz so indirekt Robert Franz. Nun ist eine Behörde dazu befähigt, exekutiv ihm den Mund zu verbieten. Ich persönlich finde, der Weg hätte sein müssen, auf welche Referenzen sich Robert denn stütze, um so eine Aussage treffen zu können und ihm das Recht einräumen, dies doch klarzustellen. Dass die zum Beispiel Studienlage oder Protokollführung von Kunden seinerseits, die ärztlich begleitet werden natürlich, dies ergeben haben. Und das finde ich unfair, wenn Aussagen, die eventuell zutreffend verifiziert werden könnten, durch bestenfalls objektive Studienlage, keine Einräumung einer Stellungnahme gewährleistet wird. Ich möchte die Chance nutzen, um so objektiv wie möglich diesen Sachverhalt zu beleuchten. Als allererstes möchte ich appellieren, dass zur Genesung einer Krankheit immer ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung sowie innerlicher Frieden und Ruhe gehört. Dies sollte der Nährboden und der fruchtbare Erde darstellen. Und vor allem den Glaube an sich selbst und die Vollkommenheit. So sollte man auch glauben, dass bestimmte Präparate wirken, denn der Placebo ist ja messbar. Mit dieser Einleitung möchte ich starten bezüglich Q10 und des Placebos und die vermeintlich stärkende Wirkung auf das Herz. Schauen wir uns diese Metastudie an. Metastudien sind immer Studien, die aus mehreren Studien zusammengesetzt sind, die einen besseren Überblick liefern. Hier sehen wir von 1985 bis 2003 Studien zu Ejektionsfraktion. Das heißt, Maß für die Herzleistung, wie viel Blutvolumen aus der Herzkammer herausgeworfen wird, welches dann im Körper für die Durchblutung der Exkremente dient. In 12 Studien konnte nur eine zeigen, dass der Placebo tatsächlich stärker war als die Q10-Supplementgruppe. In allen anderen 10 war deutlich zu erkennen, dass Q10 dem Placebo überlegen war und eine war neutral. In der Konklusion sehen wir, dass Q10 definitiv signifikante positive Auswirkungen hatte auf die systolische Herzleistung. Es gibt auch aktuelle Studien, 11 Jahre später mit 400 Probanden über 2 Jahre, 3x 100 Milligramm am Tag, was in Deutschland natürlich schon gar nicht erlaubt wäre, da nur 100 Milligramm in Deutschland überhaupt erlaubt sind. Dazu kommen wir später nochmal. Und wir sehen hier wieder den gleichen Trend, Q10 versus Placebo. Oben weniger Menschen, die Q10 bekommen haben, statt dem Placebo benötigen Herzmedikamente. Das heißt, die Q10 bekommen haben, benötigten weniger Herzmedikamente als der Placebo. Herzmedikamente und nach unten weniger Menschen starben im Vergleich Q10 versus Placebo. Ich meine, die negative Herzereignisse, Infarkte, haben sich fast halbiert gegenüber der Placebo-Gruppe. Schauen wir uns die Wirkung an, wer jetzt mehr Beta-Blocker, Statine, ACE-Hämmer, andere Herzmedikamente benötigt, Placebo oder Q10. Jeder Punkt hat die Q10-Gruppe favorisiert gegenüber der Placebo-Gruppe. Auch die Konklusion sagt der Studie, es ist sicher und vermindert das Leiden. Worauf basiert Deutschland diese 100 Milligramm, frage ich mich. Ist das wirklich eine ernst gemeinte Frage? Anstatt auf Robert herumzutreten, sollte doch erstmal die Ärzte richtig geschult werden. Beispiel, ich habe mal etwas bei Bayer selbst rumgegraben. Arzneistoff Lovastatin. Wie wir gerade gesehen haben, Statine ebenfalls auch, Herzmedikamente und so weiter. Aber greifen in den Cholesterinstoffwechsel ein, da sie zur Senkung führen sollen. So das Medikament. Was aber nicht als Nebenwirkung beschrieben wird, ist, dass es auch in den Q10-Stoffwechsel zu gleichem Maße eingreift. Das sehen wir hier in den Untersuchungen, dass die Q10-Konzentration immer weiter sinkt.
Schauen wir uns aber in der Pharma-Wiki, das heißt in der gelben Liste, mal an, so taucht dies gar nicht in den Nebenwirkungen auf. Ich meine, ich habe gerade in einer Minute das System komplett in Frage gestellt, ja? Denn sagt die ein Arzt, ja, konsumieren Sie dazu auch noch dann Q10-reiche Lebensmittel oder supplementieren Sie dann dementsprechend Q10? Im besten Fall von vitasomal.de, kleiner Scherz. Was ist jetzt fahrlässiger, einen Millionen-Arzneistoff falsch informiert an Patienten freizugeben, welcher unter Q10-Mangel leiden könnten und erhebliche gesundheitliche Schädigungen erleiden könnten, oder jemand, der mit einem Mittel das Q10 der Menschen erhöhen will? Persönlich finde ich es fahrlässiger, Menschen in einen Q10-Mangel zu treiben, offiziell, als ihnen inoffiziell den Q10-Level zu steigern. Wo wir beim nächsten Thema sind, schau mal, aufgefallen, wieso wir bei Vitasomal zum Beispiel nur 100 Milligramm Q10 haben, weil mehr gar nicht zulässig ist in Deutschland. Es gibt Hinweise, dass 1200 Milligramm pro Tag toleriert werden in Studien, das heißt das Zwölffache. Andere Nebenwirkungen waren über 100 Milligramm dann dementsprechend Schlaflosigkeit bei einigen Probanden. Ja, das ist ja auch klar, denn du bist voller Energie, denn es ist ein Baustein der Atmungskette und zur Energiegewinnung. Ich meine, es gibt Studien, die 1800 Milligramm pro Kilogramm am Tag gaben. Das heißt, das 1400-fache, was erlaubt ist in Deutschland, an Säugetieren. Und ja, Säugetiere dienen auch im Ärzteblatt, dass deutlicher Referenzwert quasi genommen wird. Und das lese ich gerade täglich. Jetzt nicht nur sagen, oh, Tierstudie, nein, daraus wird sich ebenfalls auch berufen im Ärzteblatt. Diese Ergebnisse stützen die Verwendung einer Q10-Dosis von 2400 Milligramm pro Tag, ja, in klinischen Studien am Menschen. Das sagt diese Studie hier. Das heißt, da steht hier schwarz auf weiß. Ja. Ich finde, mehr, ne, Plattformen sollte es geben, worüber diskutiert wird halt. Ja. Gerne schlage ich euch unsere Facebook-Gruppe dafür vor, ja, Vitasomal, unsere liposomale Revolution. Dort kann man Fragen stellen und zu Dosierungen sich austauschen und so weiter. Das finde ich einfach immer sehr, sehr wichtig, ja. Was meinst du, was passiert, wenn du das 24-fache von Ibuprofen nimmst? Ich schaue mal kurz zum Vergleich die Nebenwirkungen von Ibuprofen. Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, bla. Schauen wir uns die neuere Literatur, schreibt sogar in der Apothekenschau, fand ich sehr, sehr lustig, über erhöhte Herzinfarktrisiko und Schlaganfallrisiko. In Metastudien fiel auf, dass einige Schmerzmittel mit einer signifikanten Lebertoxizität einhergehen, von der aber nicht bedingt gewarnt wird. Moment mal, in Japan ist seit 1970 Q10 als Stoff gegen koronare Herzkrankheiten zugelassen. In Österreich wird jemand dafür mundtot gemacht. Leben dort andere Menschen mit anderen Herzen? Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Ich meine, es ist nun mal kausal, dass du mit 40 nur noch halb so viel Q10 in den Organen hast, ja, gerade auch im Herzen, wie mit 20. Das habe ich bereits in meinem Q10-Video zu Genüge erklärt. Ja, wer sich das nochmal einverleiben möchte, der kann sich das gerne anschauen. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung an beide Seiten. Hätte Robert es so kommuniziert, dass man sagt, man kann es nicht alle über einen Kamm scheren, ja, aber die Größteil der Erfahrungen und der Studien zeigt, dass wenn man Q10 supplementiert hat, die Herzmedikamenteinnahme, ja, das heißt die Frequenz, nach unten geht, ja. Daran kann man erstmal nichts rütteln. Das sagt momentan die Studienlage. So, das heißt aber nicht, dass das für jeden gilt. Von daher solltest du eventuell dies stetig kontrollieren lassen, wie sich deine Parameter verhalten. Aber momentan, die Studienlage sagt, es könnte dir natürlich sehr, sehr gut helfen dabei. Wenn man so etwas sagt, ja, dann ist man natürlich relativ wasserdicht. Und ich glaube, so kann man mehr Menschen geholfen werden, weil man stetig das Wort beibehalten kann und trotzdem die Message noch vermittelt, weil wenn dir irgendwann der Mund verboten wird, dann ist das halt nun mal sehr, sehr schade und du kannst niemandem irgendwann mehr helfen. Von daher an, da muss man auch ein bisschen professioneller, finde ich mal, meiner Meinung nach, arbeiten. Auf der anderen Seite muss demjenigen, der etwas behauptet hat, bevor ihm der Mund verboten wird, finde ich, das Recht eingeräumt werden, sich dagegen zu äußern und vor allen Dingen, woher seine Referenzwerte darzulegen, um seine Aussage vielleicht doch noch zu unterstützen. Das ist für mich meine persönliche Meinung an beide Seiten und ich möchte da ganz diplomatisch einfach rangehen
Und ja, aber so wie es gelaufen ist, ist es, finde ich, nicht ganz fair gewesen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben von euch für meine Arbeit. Es war sehr viel Arbeit für mich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt von mich, wann ich mich wieder aufklären kann. Schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, Diskussionsforum haben wir auch sehr gerne bei uns in der Facebook-Gruppe. VitaSomal, eure liposomale Revolution. Ich würde mich auch sehr freuen, auf vitasomal.de zu sehen und eure liposomalen Supplement. Euch dazu den Kanal dabei unterstützen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, euch da zu sehen auf vitasomal.de. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen wieder. Bis dahin, ciao.